Jo, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von Minecraft Switch Edition. Ja, wir machen weiter und ich würde sagen, wir holen uns nochmal 3 Leder ab. Würde ich so sagen, wobei ich muss hoffen, dass wir 3 Leder bekommen, tatsächlich. Aber auf jeden Fall, wie muss ich es ja sagen? Ja, also ich kann euch schon mal sagen, ich habe kurz ein bisschen offscreen mir Weizengurt hat sie schon mal gefüttert und da ist mir aufgefallen tatsächlich. Man kann nur bis zu einer gewissen Grenze züchten tatsächlich. Wenn man nur bis zu einer gewissen Grenze geht, dann ist es vorbei. Und das finde ich auf jeden Fall krass tatsächlich. Aber okay, so jetzt habe ich hier gerade noch gesehen, dass die 2 hier noch gekommen sind. Die nehmen wir natürlich nochmal mit hier. Weil eigentlich wollte ich mir auch noch ein paar Hühner holen, aber wahrscheinlich kann ich mir das langsam knicken. Warte mal, habe ich da eins gesehen? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich glaube, ich habe es mir nur eingebildet. Okay, ja, dann würde ich sagen, sammeln wir nochmal so ein bisschen und dann gucken wir mal, was wir eigentlich machen könnten tatsächlich hier, weil... ich denke mal auf jeden Fall, dass wir auf jeden Fall mal noch uns die eine, Dingsbums da die ganze Kohle noch holen sollten. Ich denke, das wäre eine gute Idee tatsächlich, wenn wir das nochmal tun würden. Uns noch ein bisschen Kohle zu holen, weil wir hatten ja mal vor kurzem so eine Höhle gesehen und vielleicht können wir ja noch so ein bisschen mehr erkunden. Oh, und da haben wir sogar Fisch drin. Gebratener Fisch, köstlicher Fisch. Stellt natürlich auch was her. 3 Stück. Könnten wir mal mitnehmen. Man kann Fisch natürlich auch dafür nutzen, um, um natürlich, glaube ich, Katzen anzulocken. So ist es, glaube ich, um die, zu züchten auch. Aber das ist ja noch nicht so. Und das packe ich mal alles nochmal hier rein, hier. Also die 2 Sachen hier, den Rest behalte ich hier. Und das Lapis Lazuli, das kommt natürlich auch nochmal wieder in die Rohstofftruhe. Das sollte ja wohl klar sein. Gut, dann wären wir da soweit durch. Und ja, ich würde sagen, dann... wird sich ja am besten lohnen, wenn wir uns dann mal noch den Weg mal anschauen, ob wir da irgendwie was finden da bei dieser lustigen Kohlehöhle, weil da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, aber ich glaube, es wird schon wieder Nacht, ne? Ja, es wird schon wieder Nacht. Dann sollte ich wahrscheinlich warten, dann gucke ich nochmal schnell hier, ob ich jetzt auf jeden Fall Level 19 kriege. Das ist jetzt, wird wahrscheinlich eher nichts werden dadurch, würde ich so sagen. Vielleicht, wenn ich noch den einen Bruchstein da mache... Oh, das war auch nochmal... Oh Gott, jetzt habe ich aber eine Menge Steaks. Wenn ich das so betrachte. Wenn ich das so betrachte. Und ich habe jetzt gerade auch noch meinen Kessel gesehen hier. Der wird auch noch für mich eine Relevanz haben. Denn ich habe nämlich gelesen, dass man einen Kessel tatsächlich mit in den Nether nehmen kann. Und jetzt fragt ihr bestimmt, was einem das bringt, einen Kessel mit in den Nether mitzunehmen. Ja, das kann ich euch ganz einfach sagen. Denn... erstmal sehe ich wohl, dass ich übersteuere, was mir weniger gefällt. Aber warum übersteuere ich? Dürfte eigentlich nicht sein. Komisch. Naja, gut. Jedenfalls, hat ein Kessel die Bewandtnis, dass dieser nicht, dass das Wasser, was da drin ist, nicht erlischt im Nether. Was interessant ist auf jeden Fall. Denn wenn man einen Wassereimer, einen Wassereimer beispielsweise im Nether ausgießt, dann ist das Wasser weg, kann ich euch schon sagen. Aber ich denke, das könnt ihr euch wohl auch vorstellen, dass das Wasser dann weg ist. Und ansonsten, aber auf jeden Fall mit Hilfe so eines Kessels kann man sich, glaube ich, 3-mal löschen dann, wenn man mal in Flammen steht tatsächlich. Gut, das kann man natürlich auf der Oberwelt, das ist natürlich klar. Das muss man nicht unbedingt im Nether, weil im Nether ist halt das einzigste... der einzigste Punkt ist, soweit ich weiß, sehr. Aber gut. Jetzt wollen wir erst nochmal gucken, dass wir noch ein bisschen Kohle bekommen und dann ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen. Wahrscheinlich wird der Part... ja, ich muss mal gucken hier, was ich sonst... ah ja, hier war auch noch irgendwas, genau. Gehe ich gleich auch nochmal gucken. Ich glaube, da war ja so eine krasse Höhle. Oder war das nicht sogar da, wo der Minenschacht war? Wo wir uns da mal rausgegraben haben, weil wir nicht wussten, wo es da sonst weitergeht. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, da war was, wenn ich mich da so richtig entsinne. Aber jetzt muss ich nochmal gucken, hier, wo jetzt dieser Kohlefleck hier war. Weil da war ja eine ganze Menge Kohle und die will ich vorher nochmal eingesammelt wissen. Hier planscht wieder irgendwer. Irgendwas war das hier? Ja, hier leuchtet es. Ja, genau. Ich glaube, hier war das. Hier muss ich noch aufpassen, hier mit dem Sand.
Ja, das dachte ich mir schon so. Scheiße. War mir schon irgendwie klar, dass das passiert. Es war mir schon wieder irgendwie so klar. Aber nein, da passe ich ja mal wieder nicht drüber auf. Ist das nicht super? Habe ich mir eine Schaufel, wollte ich das sagen hier. Und natürlich passe ich da schon wieder nicht auf. Ist das nicht toll? Ich wusste schon, dass das passiert, aber nö, ich muss natürlich trotzdem so dumm sein. Und ja, aber okay, lassen wir das mal so stehen hier. Haben wir noch ein bisschen mehr Sand hier. Muss ich aber ein bisschen aufpassen hier. Immer gucken, wo Sandstein ist. Dann kann ich das sicher abnehmen, ohne dass gleich wieder alles hier einkracht. So, wie sieht es da wieder aus? Oh, das ist ja mal normaler. Okay, alles Klärchen. Finde ich ja mal sehr interessant, aber okay. Ja, da muss man aufpassen. Hier einmal was Falsches gemacht und dann geht's böse. Aber das war alles hier. Dafür habe ich mir jetzt diesen ganzen Aufriss gemacht für 11 Kohle. Okay, ich dachte eigentlich, da wäre ein bisschen mehr, aber okay. Oh, ich sehe gerade, hier wollte ich auch meinen Fluss irgendwann mal setzen. Das wird natürlich auch ein Spaß werden. Oh, das sieht auch schick aus, aber die Kohle hole ich mir, die hole ich mir ja nicht. Das ist mir dann doch zu aufwendig, da hochzuklettern. Aber hier war doch irgendwo in der Nähe, so hier bei diesem Wald hier, dass ich irgendwo, das weiß ich, eine Höhle, wo wir noch nicht waren. Und da ist tatsächlich eine ganze Menge Kohle gewesen. Und ich höre einen Huhn. Und natürlich habe ich jetzt nicht mehr meine Körner mit, aber okay. Ja, gut, Hühner sind jetzt auch nicht so ganz wichtig, muss ich gestehen. Die sind mir jetzt nicht so ganz wichtig. War das nicht hier? Ich glaube, war das hier oder ist das eine andere Höhle? Das ist eine andere Höhle. Aber komm, ich würde jetzt sagen, wir erkunden jetzt die hier. Bin zwar eigentlich nicht so ganz da ausgerüstet, würde ich sagen. Na komm, ich guck mal kurz einmal rein. Ich gucke mal kurz einmal rein, ob ich hier noch irgendwie was Krasses hier direkt auf Anschlag finde. Oh, eine süße Schlucht. Oh, das sieht ja süß aus. Das sieht ja richtig süß aus. Eine kleine Schlucht haben wir hier, okay. Merken wir uns. Merken wir uns, würde ich sagen. Und ich weiß jetzt schon wieder, worauf das wieder hinauslaufen wird. Ich würde irgendwo tief wieder reingehen. Naja, okay, hier ist eine Sackgasse, okay. Aber gut, die Schlucht, die gucke ich mir nicht an. Das ist mir dann doch ein bisschen zu, ja, zu krass. Wobei da hinten ist auch noch was. Aber da der Sandstein da ist, wird da was nicht sein. Boah, das ist ganz schön heftig hier. Also da runter zu fallen, ja. Würde mal sagen, gute Nacht wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich wehtun, aber okay. Gut, dann ist hier auch eigentlich fast nichts. Wo war denn das jetzt mit dieser Kohle? Das war doch hier irgendwo. Oder bin ich jetzt schon wieder mal richtig durch und weiß das nicht mehr? Oder war das hier? Da ist auf jeden Fall was. Ich weiß nicht, ob es die war. Ich glaube eher nicht, aber das will ich jetzt auch mal hier ziemlich mal frei machen. Was haben wir denn da noch? Ist da noch irgendwie was Besonderes? Außer der kleinen Fledermaus hier und das Eisen, das interessiert mich nicht. Wir haben fast eine halbe Truhe voll mit Eisen. Von daher, okay, da geht es irgendwo wieder raus. Okay, zu so einem kleinen, wir wissen, wo das hier, wo wir hier sind. Ich kann mich hier gar nicht dran erinnern, aber wir sind wohl näher wieder am Strand. Komisch. Sehr, sehr komisch das Ganze hier. Sehr, sehr komisch. So, und da ist nochmal mehr Kohle und das war es noch nicht. Das ist aber ein Creeper. Ach, du willst gar nicht mit mir spielen, du kommst da gar nicht durch. Ach, das tut mir aber leid, mein Bester. Das tut mir aber so richtig leid, mein Bester. Ach, du greifst mich ja gar nicht an. Ja, dann, tja, hast du wohl Pech gehabt. Also so einfach mal mit einem Creeper sich rumzuschlagen. Warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Aber was immer machen. Okay. So, aber hier ist dann wohl nichts oder so. Wäre jetzt noch wieder lustiger, wenn wir hier irgendwie so ein, ja, es geht tiefer runter, okay. Wieder mal so ein Spawner oder so finden. Dann würde ich ja wieder richtig lachen, tatsächlich. Wenn mal wieder so ganz randommäßig so ein Spawner finden. Was ist. Oh. Oho. Ich frage mich, ob das da hinten
Ja, jetzt habe ich aber zu wenig Steine hier. Ja, gut, dann lasse ich das mal. Aber mich würde es interessieren, ob das da hinten diese Schlucht ist, die wir vorhin gesehen haben und die hier weitergeht. Würde mich schon so leicht interessieren, aber okay. Also das wäre natürlich auch krass, tatsächlich, wenn wir hier noch in der Nähe. Ist da noch irgendwo lang? Nee. Okay, ich dachte jetzt schon. So ganz in der Nähe noch hier so eine Schlucht haben, tatsächlich. Weil dann wird es vielleicht auch ganz schön schwer mit meinem Vorhaben des Untergrundflusses. Dann wird das tatsächlich auch nicht so einfach. Aber okay, ja, ich finde wohl diese Kohlegegend nicht mehr. Aber okay. Naja, gut, ist auch gar nicht so schlimm, weil eigentlich kann ich ja auch sagen, wir gehen einfach wieder in die Mine rein, weil da haben wir noch. Ich könnte mir vorstellen, da ist noch ordentlich viel Kohle. Ich weiß auch, dass da noch ordentlich Eisen ist, aber das Eisen habe ich mir ja bewusst nicht mitgenommen. Das habe ich ja bewusst nicht mitgenommen, weil wir, ja. Ich denke mal, ihr wisst, dass wir genug Eisen haben, also. Ach, da ist das Huhn. Ich nehme dich mit. Ich nehme dich jetzt hier mit. Ich nehme dich gleich mit. Wart ab. Ich hole Samen. Ich hole leckere Samen für dich. Ich hoffe, ich merke mir den Weg, aber das sollte ich mir merken können. Dann haben wir auch die vierte und letzte Farm. Ich denke mal, das mit den Pilzkühen. Wobei ich glaube, Pilzkühe sind von diesem Zuchtding, glaube ich, so habe ich das gesehen, ausgenommen. Komischerweise. Warum auch immer, aber. Das könnten wir doch tun, tatsächlich. Das könnten wir doch mal so tun. Dann kommt mal die Kohle da rein und das eher nicht. Das auch nicht. Die hier kommt rein. Und dann holen wir uns mal schnell die Samen. Oder Setzlinge, besser gesagt. Dann holen wir mal schnell das Huhn, welches da noch ist. Dann können wir das zumindest auch mal mitnehmen hier. Ich weiß ja nicht, ob es mir gelingt, dann auch noch mehr zu finden, aber naja. Naja, 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 naja. So, und jetzt sehen wir an, ob ich mir den Weg merken konnte oder ob ich es natürlich wieder vergessen habe. Kurzzeitgedächtnis-like, wie man es bei mir so kennt. Aber ich glaube, ich bin richtig, ne? Hier irgendwo war doch dieser kleine Teich hier. Ah ja, genau hier. So, jetzt muss ich natürlich nur warten, bis das Huhn mich bemerkt hier. Und ich glaube, es hat mich schon bemerkt, wenn es so aufgeregt mit den Flügeln wackelt. Ich möchte nur, dass du mir dann folgst. Ja, genau so will ich das sehen hier. Genau so will ich das sehen hier. Du folgst mir schön wieder den sanften Klang meiner schönen Stimme. Und wir machen einen kleinen Spaziergang in Richtung meines Hauses. Ja. Ich finde es krass, dass es jetzt schon wieder Nacht wird. Es geht immer mal wieder so schnell. Was für Geräusche macht. Interessante Geräusche, die das kleine Hühnchen da macht. Du sollst mir folgen, du nicht wegrennen, es Nacht werden und wir gefährlich leben tun. Hallo, du nicht weggehen. Ich sage, du nicht weggehen, du nicht verstehen. Ich habe lecker Samen, du mir folgen, bitte, Dankeschön. Ich glaube, man muss da echt gucken hier. Und nochmal springen hier. Ein bisschen nervig, hier so auf so einem Hügel zu sein. Kurz gucken. Ja, ich bin ja gleich. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Wir sind ja gleich da. Einmal nur noch um mein nettes Haus da rennen. Und dann sind wir ja auch schon da. So, noch einmal um das Lager schön rumgehen und dann wären wir auch schon da. Dann haben wir noch unsere vierte Farbe. Es kommt zwar darauf an, aber ich weiß zwar nicht, ob ich es jemals schaffen werde, uns weiteres Huhn zu finden, aber wir werden es sehen. So, hier war doch, ne, genau. Und dann kommst du hier rein. Wunderbar. Und dann schönes Leben noch. Viel Spaß in deinem kleinen Gehege. Und darfst es jetzt sogar noch alleine auskosten, dass du ganz alleine dieses Gehege hast. Siehst ja schon, die ganzen anderen Tiere da, die haben das nicht so ganz so komfortabel. Also zumindest sie müssen sich da mit anderen das teilen. Gehege habe ich noch nicht. Vor allen Dingen wird mir das auch wenig bringen, aber okay.
Gut, ja, wir sind dann wieder schon so halb von unserem eigentlichen, ja, unserer eigentlichen Ziel abgekommen, nur weil ich dieses Huhn gesehen habe. Aber gut, ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch mal ein bisschen was. Und dann würde ich sagen, also so halt Spitzhacken und so. Und dann würde ich sagen, das nehmen wir mit. Wobei das, was ich jetzt habe, wird auch reichen. Das wird auch reichen. Genau, das würde reichen. Und dann würde ich sagen, ich werde mir auch nichts verzaubern, weil ich will Level haben. Genau. Wobei, ich werde es einmal doch mal ausprobieren tatsächlich. Aber ich glaube, den Zauber, auf den ich es abgesehen habe, den werde ich wohl nicht bekommen. Hat ja eigentlich Haltbarkeit und Effizienz. Ja gut, ich werde aber maximal eine Eisenaxt brauchen, für den Fall, dass ich dann noch diese Festung finde. Weil wisst ihr, in den Festungen, da gibt es auch Bücherregale. Zwar ist das ziemlich ermüdend, diese Bücherregale mitzunehmen, aber besser als gar nichts. Genau, jetzt will ich mir noch ein, zwei Spitzhacken hier machen. Genau. Zack, 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 zack. Wunderbar. Dann nehmen wir uns noch zwei Spitzhacken mit. Und ich würde sagen, wir machen uns auch noch mal eine Schaufel. Genau, eine Schaufel machen wir uns auch noch. Ja, das eher nicht. Das eher nicht. Das wollte ich so nicht, aber okay. Die kann erstmal weg. Dann kommen wir da die Schaufel hin. Dann machen wir das so, so, so. Wunderbar. Das kommt so hin. Den Bogen nehmen wir auch mit. Und ansonsten, ja, für Nahrung sollten wir auch ausgerüstet sein. Wunderbar. Dann kann ich den Rest alles gleich einlagern. Und dann gucken wir uns jetzt noch an. Habe ich jetzt weggeschmissen? Ich habe keine Ahnung. Habe jetzt nicht drauf geachtet, aber okay. Den Wassereimer, den will ich auch noch mithaben. Den will ich auch noch mithaben hier. So, gucken wir an, ob wir uns noch vielleicht eine gute Verzauberung bekommen auf irgendeiner Spitzhacke. Vielleicht klappt das ja. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht aber auch nicht. Man wird es sehen. So, zack und nein, die Schaufel nicht. Die Schaufel will ich nicht verzaubern. Aber eine Spitzhacke. Effizienz und Haltbarkeit. Ja, da mache ich nur Haltbarkeit 1 drauf. Und bei dir Effizienz 3 und sonst Haltbarkeit. Ja, machen wir mal Haltbarkeit 2 und das ist auch eine 1er. Naja, gut. Dann halten die zumindest ein bisschen länger. Ist ja auch nicht schlecht. Hat uns zwar mal wieder dann 3 Level gekostet, aber besser sind wir dann so gut aufgestellt, würde ich sagen. Gut. Gut, ich werde auch noch wahrscheinlich, ja, wir würden auf jeden Fall noch in diesen Part reingehen, dann in die Mine nochmals. Aber ich vermute, dass wir sonst ja nichts machen. Aber ich mache mir auch noch ein paar Fackeln tatsächlich, wenn ich das so sehe. Ein paar Fackeln mache ich mir auch noch. Könnte ich mir tatsächlich alle machen. Aber ich mache mir mal da einen 64er Stack. Das sollte dann reichen. Den Rest nehme ich nochmal mit hier, die Sticks und so. So, dann packen wir die Hälfte. Ja, oder auch alle nicht. Nee, ich will die Hälfte haben. Die nehmen wir nochmal vorsichtshalber mit. Naja, komm, 10 reichen. Sowieso habe ich genug Eisen. Von daher habe ich da nicht so die großen Probleme hier. Ja, Sandstein kann da auch ruhig mit rein. Erde kommt in die vorgesehene Truhe. Bruchstein. Ja, kommt auch hier rein. Ich habe ja gesehen, auch, es gibt so eine Achievement tatsächlich, dass man so viele Bruchsteinblöcke haben muss bis zum Umfallen. Finde ich krass. Aber okay, und ich mache mir noch hier ein bisschen Glas. Ich mache mir noch mal ein bisschen Glas, wenn wir schon mal dabei sind. Aber gut, dann würde ich sagen, wir begeben uns jetzt noch wieder auf zur Mine und da werde ich jetzt diesmal den anderen Weg nehmen, weil ich glaube, da sind wir direkt dahin, als wenn ich jetzt über meine Höhle gehe. Aber gut, dann werden wir noch mal schauen, ob wir im nächsten Part dann noch irgendwie vielleicht doch noch irgendwas Besonderes finden. Wobei wir, ich meine mich auch zu erinnern, wir waren ja auch mal ganz oben bei dieser Eishöhle. Glaube ich. Ist schon ein paar Parts her. Dürfte ein paar Parts her sein auf jeden Fall. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir da auch was Krasses haben. Warte mal. Ich glaube, ich revidiere doch erstmal noch meinen Plan und wir gehen erstmal doch noch mal hier hin. Genau, wir gehen doch noch mal erstmal hier hin und gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich habe mich jetzt doch umentschieden. Weil die Fackel, die hier bei dieser Höhle war, die hat mich jetzt auch nochmal gezeigt. Ja, vielleicht lohnt es sich auch nochmal hier hinzugucken. Mal sehen. Gucken wir
Mal sehen. Also hier teilt sich der Weg schon wieder in zwei Gegenden auf. Wir gucken mal. Das ganze Eisen ignoriere ich, die Kohle aber nicht. Und da geht es tief runter. Und ich glaube, da hinten ist auch schon Lava. Und ist auch ein Creeper. Nö. Sah jetzt, glaube ich, so aus. Ich dachte, was Grünes gesehen zu haben, aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Am liebsten wäre es mir, wenn ich auch mal da rechts hingehe. Aber gut, wir gucken jetzt erstmal hier hin. Jetzt bin ich schon mal einmal hier. Und jetzt gucke ich mal, was wir hier so haben. Wir machen eine weitere Höhlenerkundung. Ist ja nicht so, dass wir das überhaupt noch nicht kennen oder so. Wir wissen ja überhaupt noch nicht, wie Höhlenerkundung aussieht. Also langsam wird das hier nichts mehr Neues hier, aber wie gesagt, ich will ganz gerne halt mit einer Diamantenrüstung erst in den Nether. Erst wenn ich eine Diamantenrüstung habe, will ich in den Nether. Und ja, wenn wir da die Möglichkeit dazu haben, dann will ich die auch gerne nutzen tatsächlich. Dann will ich die Möglichkeit dazu auch nutzen, mir erstmal noch eine Dia-Rüstung zu beschaffen. Gut. Das wäre, ja, wobei, ja, ja, gut. Wenn man so überlegt, könnte ich mir die wegen den Erfahrungspunkten mitnehmen, das Eisen. Weil, wie gesagt, ins Ofen gesteckt gibt es ja auch Erfahrungspunkte. Aber ich überlege damit den Platz. Und da komme ich so nicht runter. Da muss ich mich schon wieder runterbauen. Zumindest so, dass es am sichersten ist. Weiß ja nie, was hier schon wieder auf mich wartet. Zack und zack. So, dann sind wir unten. Von da ganz oben nach ganz unten. Nach ganz unten. Oh, nö. Warte mal, warum ist da eine Fackel? Das finde ich jetzt gerade krass. Waren wir hier schon mal? Das würde ich krass finden. Aber gut, jetzt kümmere ich mich halt schnell um die Hexe hier, weil die mich jetzt gerade nicht, nicht bemerkt. Oder beziehungsweise die hat keinen Bock. Aber super, jetzt ist sie wieder weg. Ich glaube, jetzt hat sie ihren Trank getrunken, sodass sie sich wieder heilen kann. Ah. Zombie und... Jetzt müssen wir mal aufpassen hier. Okay, da kommt schon der Zombie an. Alles Klärchen. Dann spiele ich erstmal mit dir. Weil auf die Hexe habe ich keine Lust. Wo bist du? Hoppa, da habe ich mich jetzt erschrocken. Wo ist denn die Hexe schon wieder hin? Ich mag das nicht, ey. Ich mag diese Viecher so gar nicht, ey. Da hinten ist ein Creeper. Aber keine Ahnung, wo die Hexe jetzt schon wieder hin ist. Wahrscheinlich wird sie mich gleich wieder so blöde, böse überraschen. Was mir ganz und gar nicht gefällt. Ich sehe das doch schon kommen hier. Aber hier war ich schon mal. Ich muss hier schon gewesen sein. Ich kann mich jetzt hier nicht dran erinnern, dass ich hier schon mal war, aber... Ah, jetzt kommt der Creeper. Jetzt habe ich doch den Creeper auf mich hergehetzt. Na, super. Na, super. Jetzt habe ich, glaube ich, den Creeper auf mich hergehetzt, ne? Warte mal, bevor der jetzt hier hinkommt. In anderen, die andere Richtung nimmt. Das macht mir aber Sorge, diese Hexe. Wo ist diese verdammte Hexe jetzt? Oh, schöne Geräusche. Das lebe ich ja. Kannst du dich nicht hier wieder zeigen? Würde ich wesentlich angenehmer finden, wenn du dich hier wieder zeigen wirst. Ich habe keinen Bock, dass du irgendwelche dämlichen Tränke nach mir wirst. Ist irgendwo da hingegangen. Oder ist sie da hinten jetzt gewesen? Habe ich jetzt schlecht gesehen. Ich habe da nämlich gesehen, dass sich da was bewegt hat. Das könnte natürlich auch der Creeper sein. Mann, weiß sie ist nicht. Naja, egal. Dann gehe ich erstmal hier hin. Weil ich traue mich da noch nicht so bei der. Oh, was haben wir da? Eine Fackel. Okay. Ich habe echt das Gefühl, dass ich hier schon mal war. So viele Fackeln, die hier sind. Hm. Rätsel über Rätsel. Aber ich habe gesagt, ich will den Part beenden, ne? Jetzt habe ich den Part schon wieder länger gemacht. Aber ich muss tatsächlich hier schon mal gewesen sein. Aber ich kann mich beim besten Willen hier nicht dran erinnern. Muss ich ganz ehrlich gestehen, ich kann mich beim besten Willen hier nicht dran erinnern, dass ich hier schon mal war. Aber okay. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt da nochmal schnell zu, bevor der Zombie hier kommt.
machen schnell das Wasser zu. Und dann gucken wir hier im nächsten Part weiter, würde ich sagen, was uns hier sonst noch so erwartet. Jo, gut, dann würde ich auch mal sagen, bis zum nächsten Mal von Minecraft Switch Edition. Bis dann und tschüss, euer Jack.